Hey, ich heiße euch recht herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, hier bin ich. Heute gibt es das wunderbare und große Duell. Viele haben es zum Jahresende sich ersehnt. Flasche gegen Dose. Klein gegen groß. Landbiermild von Nordlicht gegen Landbiermild von Südlich, nein, von nördlich natürlich. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Aufeinandertreffen. Wir probieren dann aus. Ich versuche die auch möglichst gleich darzustellen, gleich in den Gläsern, damit wir natürlich auch einen gewissen Vergleichswert haben. Und dann finden wir auch endlich eine Antwort auf die Frage, was ist besser, der 033er Böller oder das saftig schmatzige Alubrötchen? So, wie mache ich das auf? Zollstock! Erster Versuch. Bevor ich das umfülle, versuche ich natürlich auch den direkten, authentischen Vergleich aus dem Behältnis unserer Wahl. Tatsächlich anders. Reifer würde ich fast sagen. Also ich meine, einfach insgesamt, ja, so intensiver könnte man das fast nennen, oder? So, kommen wir mal zum Farbvergleich. Ich denke, ich sehe keinen. Hier in dem 360 Glas, die Dose, hier die Flasche. Die Flasche sprudelt mehr. Seht ihr das? Ja, im Vergleich hier, ja, weniger Kohlensäurebildung, das muss ich sagen. Passt noch zu meinem Ersteindruck aus der Flasche. Also hätte mir jetzt jemand gesagt, das ist ein und dasselbe Bier, alles auch aus einer gleichen Flasche, dann hätte ich gesagt, ja, da hast du mich nicht beschissen. 5% haben wir insgesamt, 18 Pfand, 25 Cent Pfand. Leute, ihr seid damit vertraut. Ihr sammelt doch ständig welchen. Brauwasser, Gerstmalz, Hopfen und Hefe. Brauwasser, Gerstmalz, Hopfen und Hefe. Aber ich muss auch generell sagen, trotzdem. Erstmal abseits von dem Vergleich, ist ein gutes. Pilsner steht drauf, mild steht auch drauf. Also, da würde ich auch sagen. Und außerdem, die haben mich nicht belogen. Also, das war jetzt auch beides gekühlt auf, ich denke mal, so kalt. Also, wenn man da einen Unterschied merken will, dann findet man einen. Aber wenn einem das keiner sagt, dann sind beide gute Biere, die man sich auch mal fix hinterschütten kann. Jetzt hättest du 10 Flaschen von dem, hast natürlich 80 Cent Pfand nur. Das heißt, wenn du dir ein paar hier Eichhörnchen wegballerst damit, ist verkraftbar. So, damit hast du hier aber 3,3 Liter. Das heißt, du bräuchtest nur 7 Dosen und hast etwas mehr schon. Kannst natürlich die Eichhörnchen nicht wegballern damit. Ja, da muss man jetzt wissen, was hat man lieber? Gut für den Rücken, aber schlecht fürs Portemonnaie? Oder schlecht für den Rücken und auch noch schlecht für die Eichhörnchen im Park? Das ist, denke ich, das professionellste Fazit, was ich hier abgeben kann. Meine Damen und meine Herren, damit soll dieses Video hier auch beendet sein. Wir sehen uns, lasst mich lügen, am 30. wieder, kann das sein? In der Zwischenzeit wird euch der liebe Adventsknüll das ein oder andere Schmankerl um die Ohren, um die Augen, um die Fresse insgesamt ballern. Ich bedanke mich hiermit recht herzlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Seid demnächst dabei. Ich verabschiede mich hiermit. Bis dahin und tschüss.